Moin moin, herzlich willkommen liebe Leute. Achtung, Höhlenmenschen gesichtet. Geht ja wieder gut los hier, wo sind sie denn? Ich sehe sie, ach da unten. Ja, ne? Fangen wir an, Höhlenmenschen erstmal zu erledigen. Damit startet man noch ganz gut in den Tag. Hier brauchen wir noch ein bisschen mehr Silbermünzen. 20 Fleisch, Steine und Silbermünzen. Hier haben wir ein neues Lagerhaus. Jetzt muss Alandato kommt nochmal hier hin. Das Verständigungslevel. Ach, wir können noch nicht richtig reden. Da müssen wir noch ein bisschen lernen. Benötigt noch 9. Achso, also ein Holzfäller könnten wir hier. Lagerhaus. Verlassene Indianer ausguck. Ja, also das ist ganz wichtig hier, den Holzfäller auch. Hier ist ein bisschen Holz, das ist so richtig viel. Lagerhaus, dann kriegen wir hier auch noch ein Arbeiterhaus hin, würde ich behaupten. Ja, sollten auch ein Sägewerk haben. Was jetzt hier wichtiger ist. Ein Arbeiterhaus würde auch hier noch hinpassen. Das würde auch, ist deutlich weniger denn. Lagerhaus, hier noch gleich ein Sägewerk hinpacken. Benötigt noch 9 Hammer. Was denn hier? Hier müssen wir erstmal weghämmern, weil, damit wir ihn befreien können. Er ist so eingewachsen. Wie lange ist denn der da schon? Wachturm. Upgraden. Sägewerk. Passt genau hier hin, optimal. Die können wir auch gleich upgraden, weil hier ist viel Holz. Ist wichtig, dass wir den voll upgraden. Ja, dann wollen wir mal gucken. Pablo Rodriguez ist uns wieder meilenweit voraus. Ich hoffe aber, dass wir das mit diesem Standpunkt jetzt wieder ein bisschen wegmachen können. Benötigt 7. Okay, dann lässt er uns durch. Hier ist bestimmt noch nachher irgendwas Spannendes im Wald. Sägewerk auch gleich upgraden. Die Hütte auch. Das Arbeiterhaus auch gleich nochmal. Ich glaube, das müssen wir erstmal. Aber hier könnten wir nochmal. So. Besser. Mehr Nahrung. Sollen wir nochmal einen Garten hier irgendwo hinsetzen? Holz. Holz. Ein bisschen blöd. Klopp, klopp, klopp. Schnell die Bäume jetzt hier weghauen. Also jetzt sammeln wir noch mal kurz die Nahrung ein, hier, die wir brauchen. Garten kann hier auch nicht schaden, ne? Vor allem direkt am Lagerhaus ist ja auch perfekt. Ganz kluger Tipp. Ah, jetzt haben wir hier gerade einen ordentlichen Schwung gekriegt. Dann können wir ihn mal bezahlen. Gleichzeitig schaffen wir es sogar noch, den abzugraden. Den auch. Den auch. Bevor wir nämlich da sind. Dachte ich mir eigentlich, dass wir das schon wieder haben, aber nicht ganz. Aber zumindest läuft er jetzt in die Richtung. Benötigt Verständigung Level 1 und 8. Fleisch. Alle wollen sie Fleisch. Tun wir also gut daran, möglichst auch an unserem Fleischvorrat zu arbeiten.
Ja, zustimmen, kriegst unser Essen. Okay, danke. Den mal upgraden hier. Vor die Stärke-Level. Haben wir noch nicht so viel Stärke. Hier ist nochmal Verständigung. Kommen wir zu dem. Ja, benötigt nur noch Fleisch ohne Ende. Was machen unsere Fischer? Wir kriegen genug, ne? Wir müssen wahrscheinlich eher nochmal so ein Räucherhaini hier hinsetzen irgendwo. Ah, hier ist schon was freigesetzt. Ist das denn Schönes? Hast du da irgendwelche klugen Tipps? Oder ist es gerade so geschafft, sie abzuwehren? Wir müssen unsere Türme verbessern. Naja. Übertreib's mal nicht. So hart sind die Höhlenmenschen nur wirklich nicht. Ah, jetzt. Geschafft. Schauerne. Wenn die Verstärkung Level 2. Aber sie nerven so ein bisschen. Zustimmen. Okay. Hey, hier, ne? Kann ich aber auch 20 essen. Ah, 50 Steine. Zustimmen. Okay. Dann machen wir uns den Weg frei. Noch ein Verständigungssteinchen. Aber dafür kraftvoll genug. Ein Stärkestein. Dann geht's hier rüber. Dann ist das alles. Okay, danke. Hier geht's weiter. Das holen wir uns mal. Hier haben wir immer noch nicht genug freigeräumt. Lagerhaus brauchen wir nicht upgraden. Ja, kriegst du deine Steine. Pyramide, Durchgang zu einem anderen Gebiet. Das wollen wir jetzt ja kriegen. Tempo. Und da kommt der, richtig, der Verständigungsstein. So muss das sein. Okay. Achso, das ist der Verständigungslevel. Jetzt hat er aber hier der Schamane. Mach den Weg frei, Kollege. Hier sollen wir erstmal wieder die Höhlenmenschen Totenpfähle zerstören, aber das Schöne ist, noch sind es ja nicht so viele hier, ne? Da ist sogar noch eine Schrift, wo kommt die denn auf einmal her? Hier ist noch eine. Ja, hier bauen wir jetzt mal aus. Hier ist noch einer, da ist auch Holz geliefert worden. Hier ist noch einer. Und hier ist noch einer. Durch den Bau von Lagerhäusern in der Nähe in den Minen wird die Produktion wichtiger Ressourcen beschleunigt. Haben wir gemerkt, guck mal, allein unser Holz aktuell ist richtig gut. Ja, haut mir die Totenpfähle kaputt. Dann kommen wir wieder zurück zu ihm, das geht schnell. Gut, wir haben so viele Arbeiter, aber wir sehen auch, wie schnell Pablo ist, ne? Wahnsinn. Pablo rast uns davon. Keine Chance. Hier wir gleich durchkämpfen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr Stärke. Finden wir hoffentlich in der Pyramide hier vorne. Schick. So, hoffentlich keine wilden Rätsel. Was will er? Benötigt. Oh nein, noch ein bisschen Fleisch, damit er zur Seite geht. Er braucht Steine und er braucht Holz. Da haben wir alles. Nur Fleisch. Fehlt uns gerade so ein bisschen. Schön Grabkammer hier. Mach die vom Acker jetzt. Wo bleibt unser Gold? Oder haben wir noch so viel auf Lager? Von wegen 70 Fisch könnte noch zu 1750 Fleisch umgewandelt werden. Hauptsache, die wandeln auch mal irgendwas um. Passiert aktuell nichts hier, ne? Ah doch. Münzen sind gerade mehr geworden. Ich glaube, wir brauchen mehr Arbeiter.
Aber wir haben wieder ein bisschen aufgeschlossen. Kompensationsanforderung. 5 Fleisch. Irgendwie passiert gerade nichts. Doch, jetzt. Hau ab. Das hat uns fast unser ganzes Essen gekostet. Ich weiß nicht, was das immer soll. Oh, hier holen wir mal locker 100 Gold raus, wa? Aber nix. Wollen wir erstmal die Seite hier ab. Das kriegen wir hin. Da sieht auch alles gut aus. Der sieht irgendwie wie so ein Steintod im Pfahl. Der wirkt mir so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen ängstlich, könnte man da sein. Den ich irgendwo hätte hinrücken müssen. Schwung, 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 Schwung. Guck mal, da haben wir schon fast alles Gold zusammen. Okay. Zustimmen, kriegt er sein Holz, haben wir ja. Okay, und dann kriegen wir noch einen Stärkestein. Oh, es fehlt eigentlich noch ein bisschen was, ne? Okay. Aber damit, glaube ich, kommen wir vielleicht, müsste weiterkommen. So, jetzt kriegen wir hier endlich mal aufmachen. Da brauchen wir tatsächlich noch einen mehr. Mit dem können wir gleich reden. Hier können wir mal reparieren schon mal. Wie sieht's aus? Level, na, noch sind wir nicht komplett verloren, ne? Da haben wir wieder einen Überlebenden. Und so, jetzt geht's hier weiter. Dann müssen wir hier natürlich doch mal gucken, was da Schönes drin ist. Also hier wird natürlich ein... Oh, Quatsch. Zustimmen. Finde 5 Blumen. Ja, müssen wir ja zustimmen. Für den Kleinen hier. Junge. Kommen die hier jetzt alle erst oder wann kommen die ganzen Blumen? Muss man abwarten. Na, er will 100 Steine von uns haben und da sind auch die ganzen Blumen. Trotzdem wollte ich hier nochmal reingucken und wollte einen Steinbruch bauen. Mysteriöses hier. Ja, Steinmenschen. Steinmenschen, Höhlenmenschen. Oh, hallo. Das war schon, ne? Hier ist noch ein Busch, hier ist noch ein Busch, hier ist noch ein Verständigungsstein. Noch 4 Geheimnisse, die wir noch finden können. Würde ich sagen, suchen wir morgen weiter und versuchen dann auch morgen noch wieder an dem Gegner vorbeizuziehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe natürlich wieder, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ein kleinen Like unterstützt ihr mich. Und wenn wir morgen hier weitermachen, freue ich mich. Bis dann und tschüss.